Die Abwertung der chinesischen Währung kam ja für die Märkte hier relativ überraschend, hat die Märkte in große Turbulenzen gestürzt. Man hat neue Unsicherheiten über die chinesische Konjunktur sind aufgetreten. Deutschland als große Exportnation, einer der wichtigsten Handelspartner für China, hat besonders darunter gelitten und wir haben gesehen, dass der DAX die letzten Tage ordentlich abgegeben hat. Das ist im Augenblick schwer zu beurteilen, ob jetzt nach drei Abwertungsschritten die Chinesen aufhören oder ob sie ihre Währung noch weiter abwerten werden. Das steht noch nicht ganz fest. Wenn weitere Abwertungsschritte kommen sollten, wird der Druck auf den Markt hier weiter erhöht, weil man dann doch davon ausgehen kann, dass die Konjunktursorgen in China größer sind, als man bis jetzt befürchtet hat. Und das hat natürlich insgesamt auf die Weltwirtschaft negative Auswirkungen, insbesondere auf die deutsche Wirtschaft.